Recht herzlich willkommen zur dritten Folge von Stellaris. Ja, wir hatten letztes Mal hier geschaut, dass wir die neuen Weltenprotokoll erforschen. Dann Felsblocker haben wir, glaube ich, gar nicht alles gemacht, sondern nur angefangen. Da gehen wir mal auf die Oberfläche und gucken, dass wir den haben wir hier gemacht, glaube ich. Ne? Der wird, glaube ich, zurzeit gemacht und wir können die anderen ja auch alle machen. Dann gehen die alle weg. Damit die Felder frei sind, damit das alles laufen kann, wenn es Zeit ist, ne? Ja, hier fehlt uns ein Mann, ne? Dann müssen die aber erst wachsen, dann müssen wir schauen, dass wir das auch hinkriegen. So, das ist das Zweite, was wir hier drin haben. Forschungsstation bauen ist ein Auftrag. Und wir hatten irgendwo schon Planeten gefunden. Hier war das nicht. Der so einen blauen Stern hatte. Warte, wenn wir darüber gehen, müssten wir eigentlich... Da ist er. So, hier müssen wir das bauen können. Warte, wir brauchen aber jetzt das Konstruktionsschiff. Und ist das das? Ja. Das soll jetzt mal da die Forschungsstation bauen. Da sind die beschäftigt. Gut, das wäre dann auch eine Aufgabe, die wir erfüllen. Und dann Außenposten. Können wir unsere Grenzen erweitern, ja. Aber da ist das erstmal das Forschungsmäßige unterwegs und dann gucken wir mal Galaxiekarte. Also da oben, das war klar, das haben wir schon erforscht, hier auch und da unten auch. Ist der eigene Flotte, so ist Viper, das ist ein Forschungsschiff, ne, oder? Ja, das erforscht wahrscheinlich dort das System jetzt gerade, oder wie sehe ich das? Wohl nicht, ne? Ist das jetzt hier erforscht? Gefrorene Welt. Flotten erforschen. Erkunden. Forscher unterstützen. Ich denke, nee, das ist ja, braucht ja auch nicht mehr erforscht werden. Nee, das ist ja schon erforscht, wie man sieht, ne? Weil das ist ja schon erledigt. Ich glaube, das ist schon alles erforscht, ne? Gut, dann schauen wir mal gerade hier rein. Okay. Ich glaube, das ist schon auf dem Weg hierhin, oder was? Ja. Ah, kann nicht funktionieren, wenn die Pause drin ist, ne? So, jetzt fliegen die darüber, oder? Ja. Dann erforschen die das System. Passt. Wenn die das System erforschen, ist doch schon mal prima. So, wenn ich jetzt mir das angucke, dann wäre dieses System hier eins der, ja, besseren kann man nicht so wirklich sagen. Aber Enercrit gibt es hier, Mineralien, Ingenieurforschung, Mineralien. Momentan ist hier am meisten irgendwie zu machen. Kann man das hier auch sehen? Ja, kann man hier auch sehen. Da machen wir die Forschungsstation. War das System leer? Ja, zurzeit sieht es wohl so aus. Aber die forschen hier nichts, oder was? Und das ist unsere Armee. Forschten die anderen hier jetzt in diesem System? Hm, schwierig, ne? Eigene Flotte. Waren die in dem System und forschen, ne? Genau, gut. Das ist das System Dimis. Heißt es Dimis? Kann er so schwer erkennen, ne? Aber steht da unten auch, ne? Dimis wird da erforscht. Und das ist unser zweites Forschungsschiff. Und die können mal das erforschen, ne? Oder erkunden. Okay, Wissenschaftler erlangen Eigenschaften. Eine höhere Stufe erreicht und folgende Eigenschaften erlangen. Fachwissen und Raketenbau. Schön für ihn. ja, er hat jetzt hier Raketenbau. Das ist ja cool. Und, ja. Da wollte ich gar nicht hin. Das Spiel läuft, naja. So, wir gucken nochmal hier rein.
Das wird gemacht. Außenposten müssen wir dann machen. Da müssen wir dann überlegen, wo wir den machen. Ressourcenproduktion. 10 Monate Energiecredits Einnahmen plus 10 monatliche und 30 Mineralien. Okay. Mineralien sind das, haben wir 15. Na, da müssen wir noch viele machen, ne? Und Energie sind die. Da haben wir 5, da müssen wir noch 5 dazu haben. Okay, das ist kein leichter Auftrag. Das in einem. Okay. Ja. Wie weit ist denn unser Forschungsprojekt hier? Eigene Flotten. Gehen wir da mal rein. Ist die fertig? Ne, die wird noch gebaut, ne? Ja. Wieder ein Ding fertig. Gut. Okay. Wie lange dauert das wohl? Kann man das irgendwo sehen? Forschungsstation gebaut. Guck mal. Passt. Okay. Was ist das jetzt hier? Aufwärmen abgeschlossen. Gut. Ja, können wir gerade hinspringen, aber das bringt uns auch nicht viel. Das wird jetzt bei uns abgebaut, ne? Gut. Alles klar, dann haben wir hier jetzt eine Aufgabe weniger und das Konstruktionsschiff kann jetzt den Außenposten bauen. Dafür gehen wir nochmal auf die Karte. Also, hier sind ja ziemlich viele Ressourcen, ne? Ich würde mal sagen, wir fliegen erstmal hier hin, ne? Und hier bauen wir einen Außenposten. Wird das Sinn machen? Ich glaube schon. Ja, bestimmt. 8, 2 und 3, das ist schon was, ne? Und da kommen noch Anomalie uns entgegen und die ist Erkundung von 0%, Fehlschlagrisiko ist 25, kommen das eher, forschen wir mal gerade. So, da ist jetzt hier das Konstruktionsschiff angekommen und wir können jetzt hier einen Außenposten bauen. Das kostet uns 170, können wir nicht bauen und keine Rohstoffe. Und okay, da müssen wir da warten. Das bedeutet aber, wir können hier bestimmt. Na, da muss ich das jetzt wieder anwählen, ne? Bergbaustation bauen. Das würde gehen, ne? Außerhalb unserer Grenzen. Ah. Und hier, das würde gehen. Was bauen wir da ab? Energiecredits. Was möchte er denn jetzt hier? Neue Stufe erreicht, okay. Das wäre außerhalb unserer Grenzen. Und das? Achso, ich muss das wieder anklicken, ne? Das würde gehen. Mineralien brauchen wir, ne? Geht, nee, geht nicht. Außerhalb unserer Grenzen. Ach, okay. Ein unidentifiziertes Objekt, okay. Was geht da ab? Pause ist dran, naja. Alpha Alien gekennzeichnet. Okay, da sind die ersten Alien-Schiffe dann da. Nee, Versammlungspunkt nicht. Ein Militärmacht. Auf den Schultern von Riesen. Extrem wertvolle Mineralien. Wo ist das denn jetzt gewesen? Vor allem, ich will die Pause haben. So, das ist hier. Und das ist in unserem System. Krass. Dann bedeutet das doch mal, dass wir hier unsere Schiffe hinholen sollten, oder? Gut, haben wir. Wir haben ein paar Entitäten entdeckt, die möglicherweise intelligent sind. Situationsprotokoll aktualisieren, okay. Technologieforschung. Das ist noch nicht fertig, okay.
Außenposten haben wir auch noch nicht. Wegen fehlender Ressourcen. Ressourcenproduktion müssen wir noch steigern. Da sind wir auch noch nicht so weit. Kontakt herstellen. Das ist interessant. Ja, können wir erforschen. Machen wir mal, ne? So. Pause wieder rausnehmen und gucken, was geht. Ah, dann machen wir die Pause gleich wieder rein. Ionentriebwerk. Ja, sagen wir hier, Ionenschub, Treibstoff werden nicht benötigt. Okay, da müssen wir eine neue Forschung machen. Wie lange dauern die anderen denn alle hier so? Physik erforscht. Achso, das sind die Sachen, die davor erforscht sind. Das dauert nicht mehr lange, dann ist das hier auch fertig. Über die Energieumwandlung. Physik sozial ist auch kurz vor der Veränderung. Neue Welten, okay. Und das ist beendet. Alpha Aliens untersuchen macht er jetzt. Beschäftige mich mit Spezialprojekten. Wenn ich jetzt Forschung auswählen mache, dann wird das wahrscheinlich aufhören, oder? Nee, das können wir wahrscheinlich noch auswählen und er macht trotzdem da weiter. Verbesserte Raumhafen, Atomraketen, Nanokompositmaterialien. Ich glaube, hier sind wir mit der Verteidigung, ne? Oder? Panzerung, genau. Ich glaube, das machen wir als nächstes dann. Aber er macht erst noch dieses. Genauso sieht's aus. Und was ist das jetzt hier? Forschungsfortschritt. Okay. Oder ist die damit beschäftigt? Ach, die ist damit beschäftigt, ne? Genau. Alles klar, dann ist die andere Forschung unterbrochen. Gut. Die waren da. Sind da noch? Ich weiß es nicht. Gut, lass weiterlaufen, gucken, was passiert. Alien-Schiffe. Untersuchung. Machen wir schon. Abschluss in 10 Monaten stand da, ne? Da kommt jetzt unsere Flotte. Die stellen wir erstmal da so hin. Oh, und weg sind sie. Das war's dann. Ich will nicht hoffen, dass es das der Grund war. Und das ist ein Forschungsschiff von uns. Okay, hier gibt's auch Forschung. Aber Anomalie entdeckt. 22%, ne? Erforschen wir. So, die sind hier unterwegs, ne? Genau. Das erscheint mir als noch ein besseres System wie das eben, oder? Anomalie. Oh, jetzt geht's hier richtig rund. Da müssen wir eine Pause machen. Erforschen. Das ist jetzt gleich weg, ne? Ja, die finden wir nicht wieder. Anomalie soll sie erforschen. Das sieht schon wieder bereits aus. Okay. Hier, System erkundet. Ist das fertig, ne? Genau. Das war jetzt nicht so erfolgreich, oder? Ach, das war die Spezialforschung, ne? Oder war da eine Spezialforschung? Okay, aber der... Da hinten ist unbekannt. Ich glaube, wir machen das mal so. System erkunden, fertig. Anomalie ist die zweite, ne? Ist auch schon im Auftrag. Okay. Das bedeutet, wir können da weitermachen. Gut, alle beschäftigt. Das war immer noch die Dinge ins neue Weltprotokoll, ne? Genau, das muss aber sofort fertig sein. Oder? 354, ich glaube, es müsste gleich erledigt sein, ja. 147. Läuft, ne? 354.
Mal, warte mal, wenn das Tybrex. Wir haben auf X12DX1 Artefakte einer uralten Alien-Zivilisation gefunden. Die Zivilisation, die sich anscheinend selbst als Tybrex bezeichnet, scheint unglaublicherweise aus Maschinen bestanden zu haben, die miteinander über eine Art kollektives Bewusstsein verbunden waren. Im Alter der Artefakte nach zu erschließen, scheinen sie vor gut 600.000 Jahren aktiv gewesen zu sein, zumindest in diesem Teil der Galaxie, der wir nichts über ihre genaue Ursprünge in Erfahrung bringen können. Konnten. Ja, interessant, ne? Na, gut. Das ist jetzt hier ein Forschungsschiff. Hat einen Auftrag, glaube ich. Ja, neues System entdecken, ne? Das da unten, glaube ich, oder? Also hier ist nichts los, ne? Zybrex Hochposten. Das ist ein hübsches Objekt und mit einer dünnen Feldschicht getarnt, um es als Asteroid erscheinen zu lassen. Im Inneren befindet sich ein uraltes Zybrex-Hochposten, mit dem der Raumschiffverkehr des Systems ausspioniert wurde. Außer Betrieb, okay. Vielleicht können wir die ja reaktivieren, ne? Das System ist vollständig erkundet. Okay, das ist erledigt, ne? Haben wir schon einen neuen Auftrag gegeben. Wo ist denn das Schiff? Kommt das hier gerade an? Nee, ne? Ja, hat einen Auftrag. Okay. Dann ist das schon mal erledigt. Konstruktionsschiff, was macht das? Steht hier rum und tut nichts, oder wie sehe ich das? Technologie erforscht. Energieumwandlung. Okay, neue Forschung. Ah, das muss ich noch lernen, dass ich da nicht draufklicke. Neue Gebäude, Physiklabor 1. Neue Mechanik, Forschung unterstützen. Feldproduktion, Physikforschung, Feldproduktion, Sozialforschung, okay, das hört sich nicht schlecht an, ne? Hier ist nichts. Das Labor und dann werden wir dadurch besser. Okay, das wären alles 10%. Und hier, Deflektoren, okay, da schützen wir uns, ne? Schilde. Ja, da müsste ich jetzt einen Würfel rausholen, ne? Feldproduktion. Ich bin für die Forschung. Da passiert aber noch nicht viel. Gut, was war das? Unser Konstruktionsschiff. Und das soll jetzt mal hier was tun, was nicht geht, ne? Genau, das war unser Problem. Geht alles nicht, weil wir nicht im Bereich unserer Grenzen sind. Dann gehen wir hier hin. Ne, hier ist Blödsinn, ne? Hier ist. Hier können wir nichts machen. Hier haben wir schon alles gemacht. Oder? Was ist das? Hat das unsere Flotte? Ja, welches ist denn unser Bereich dann, ne? Vielleicht da. Okay, aber. Wir müssen Außenposten bauen dann. Oh, können wir sogar, sehe ich gerade. Dann schnell das Konstruktionsschiff stoppen. Weil hier wollte man Außenposten bauen, oder? Außenposten bauen. 170 und das andere ist 51. Einfluss, okay. Machen wir den hier hin, oder? Weil hier ist einiges zu holen. Ist ja nicht verkehrt. Gut, machen wir hier rein. Neue Welten geht nicht voran. Total Außenposten machen wir. Ressourcenproduktion. Erst Kontakt herstellen. Ich glaube, der forscht da dran dann noch, ne? Oder? Ja. Weltraum amöben. Mhm. Sensorwerte völlig falsch aufgefasst hatte. Assassische Korvette. Ja, was soll man da machen? Beobachten? Ja,
Tja. Machen wir erstmal. Ist besser, ne? DIMES-System ist erkundet. Wo ist denn das DIMES-System? Was? Dann müssen wir hier gucken, ne? DIMES-System ist erkundet. Ja. Jetzt müssten wir unser Konstruktionsschiff mal einmal auswählen und da gucken. Das geht hier auch nicht. Da können wir aber auch einen Außenposten bauen. Und ich glaube, hier würde es auch Sinn machen, einen Außenposten zu bauen, ne? Connolly-Schiff haben wir jetzt. Wunderbar. Das ist die Forschung, die jetzt da fertig ist. Neues Gebäude, Biolabor. Produziert diese Sachen. Unterhalt 1,5 kostet beim Bau das. Neuer Erlass, Agrarsubventionen. Und das zweite Hydrokulturfarm produziert 3 Essen. Hier ist es Orbitalhydrokultur. Planetenmodifikator Nahrung plus 3 auf Planet. Biolabor. Hydrokultur. Die Wissenschaft des Lebens, ja gut, da bin ich jetzt vollkommen überfragt. Machen wir das. So läuft, ne? Gut. Wer war das? Forschungsschiff. Hat wahrscheinlich nichts mehr zu tun, ne? Oblern. Das ist erkundet. Gucken wir da rein. Das ist wohl auch erkundet. Und da ist nicht erkundet. Forschungsprojekt im System. Warte mal. Dann mach das mal. System erkunden. Dann passt das schon mal. Und hier hatten wir auch noch jemanden drinne stehen. Der könnte. Wofür liegt denn der jetzt hin? Das will ich doch gar nicht. Forschungsprojekt im System. Dann machen wir das doch mal. Ah, hier, ne? Das machen wir. Okay, das ist eine gute Idee. Ja, aber wir sind schon wieder weit fortgeschritten und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt hier erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann wieder mitguckt. Bis dann. Tschüss.